Willkommen, leidenschaftliche Bayern-München-Fans. Bevor wir anfangen, vergesst nicht, uns ein Like zu geben, um unser Team zu unterstützen. Und schaut bis zum Ende zu, um keinen Moment dieses großartigen Spiels zu verpassen. Heute sprechen wir über die Unsicherheit, die in der Luft liegt. Wird Joshua Kimmich, eines der strahlenden Talente des Bayern, bleiben oder gehen? Eine große Frage, die die Herzen der Fans in Spannung versetzt. Joshua Kimmichs Vertrag mit dem Bayern läuft bald aus und er führt selbst die Verhandlungen. Der Verein könnte erwägen, ihn in diesem Transferfenster ziehen zu lassen, um das Team unter der Führung von Trainer Vincent Kompany zu revitalisieren. Es gibt Spekulationen, dass Kimmich in die Premier League wechseln und sich Manchester City, Liverpool oder dem Arsenal FC anschließen könnte. Allerdings deuten jüngste Gerüchte darauf hin, dass auch Paris Saint-Germain an seinem Talent interessiert ist und die Verhandlungen wieder aufgenommen hat. PSG hat sein Interesse an Kimmich wiederbelebt und strebt eine Vereinbarung mit dem Spieler an. Bayern hat signalisiert, dass ein möglicher Verkauf diskutiert werden könnte. Und der Abgang des uruguayischen Mittelfeldspielers Manuel Ugarte könnte Platz für Kimmich in Paris schaffen. Obwohl er als Rechtsverteidiger spielt, bevorzugt Kimmich es, im Mittelfeld zu agieren. Ein Wechsel zu PSG könnte ihm die Gelegenheit bieten, zu seiner ursprünglichen Position zurückzukehren, was ein positiver Aspekt für seine Entscheidung sein könnte. Im Jahr 2021 galten Kimmich und Goretzka als die zukünftigen Führer des Bayern, aber die Situation hat sich geändert. Jetzt stehen beide Spieler vor einer ungewissen Zukunft und könnten neue Horizonte für ihre Karrieren suchen. Und was denkt ihr, Fans? Wäre der mögliche Abgang von Kimmich gut für den Bayern? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.